Und als nächstes zu Wort gemeldet hat sich der Sprecher der Gemeinden von der ÖVP, Manfred Hofinger. Die Besuchergruppe, die Ortsbauern Obmann aus dem Bezirk Rohrbach mit Bezirksobmann Meierhofer Martin recht herzlich in unserem Haus begrüßen. Ja, die Digitalisierung hält Einzug in der Verwaltung und immer mehr. Und daher ändern wir heute das Meldegesetz, das Namensänderungsgesetz, die zahlreichen Maßnahmen, die zur Vereinfachung bei den Behörden und bei den Menschen führen soll. Und wir nützen auch die Umsetzung einer EU-Verordnung, des Single Digital Gateway, um zusätzliche Verbesserungen in diesem Gesetzesmaterie zu erwirken. Worum geht es tatsächlich? Es geht darum, dass alle EU-Bürger sich bei einem Wohnungswechsel sozusagen online melden können, abmelden können oder anmelden können. Und das bringt natürlich vor allem für junge Menschen eine Erleichterung, die eher öfter den Ort wechseln. Ja, es geht aber weiters um Zuordnung der Kinder. Das ist wichtig bei den Familien, bei den Beihilfen und auch um eine Lebensbestätigung bei ausländischen Pensionisten, um die Pensionen zu erhalten. Dazu bringe ich einen Abänderungsantrag der Abgeordneten Christian Stocker, Georg Bürstmeier, Kolleginnen und Kollegen ein. Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen, die im Titel bezeichnete Regierungsvorlage wird wie folgt geändert. Erstens Artikel 2 Ziffer 5, Paragraph 5 Absatz 2 Ziffer 5 Personenstandsgesetz lautet, fünftens Paragraph 35 Absatz 2 Ziffer 3 lautet, drittens eine Person, die Flüchtling im Sinne der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge Bundesgesetzblatt 55-1955 und des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge Bundesgesetzblatt 78-1974 ist, wenn sie ihren Wohnsitz mangels eines solchen ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat oder eine Person, deren Beziehung zu ihrem Heimatstaat aus vergleichbaren schwerwiegenden Gründen abgebrochen sind, wenn sie ihren Wohnsitz mangels einer solchen ihrem gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat und eine Eintragung beantragt. Zweitens, im Artikel 2 Ziffer 10 entfällt die Wendung, wobei eine Doppelname durch einen Bindestrich zwischen dessen einzelnen Teilen zu trennen ist. Drittens, im Artikel 2 Ziffer 20 wird das Zitat Paragraph 35 Absatz 2 Ziffer 3 und Absatz 5 durch das Zitat Paragraph 35 Absatz 5 ersetzt und folgenden Satz eingefügt. Paragraph 35 Absatz 2 Ziffer 3 in der Fassung der Bundesgesetze tritt mit 1. September 2024 in Kraft. Und viertens, im Artikel 3 Ziffer 2 wird der Wortlaut, die Wortfolge Ablauf des Tages der Kundmachung durch die Wendung 1. September 2024 ersetzt. Das ist der Abänderungsantrag und ich möchte abschließend noch festhalten, dass diese Verwaltungsvereinfachungen zum Wohle unserer Bürger sind. In diesem Sinne herzlichen Dank. Der Abänderungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht. Er steht somit auch in Verhandlung.